Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du diese neue Stricktechnik oder die Stricktechnik, die gerade im Moment so im Trend ist und ich im letzten Sonntagsvideo angekündigt und versprochen habe, diese kleinen Sternchen, ich nenne das jetzt mal Regenbögen oder Sternschnuppen, stricken kannst. Das ist meine versprochene Sockenanleitung dazu. Du bist hier auf dem Kanal Gabriele von Wollholika gelandet. Wollholika ist eine Handfärberei und dieses Video kann man als Werbung verstehen. Du siehst hier Stricknadeln, die du vielleicht zuordnen kannst und natürlich ist das Eigenwerbung, aber Stricknadeln habe ich selber gekauft. Das hier ist die Socke unserer neuen Färbung. Ich habe hier jetzt nur noch ein Törtchen, das ist Yarnbreit auf der Special Effects. Ich habe eine ganz kleine Serie gefärbt, weil ich mir überhaupt nicht überlegt oder vorstellen konnte, dass die so begehrt ist. Ich glaube, das waren, keine Ahnung, 12 oder 13 oder 14 Stränge überhaupt, dann, die dann in den Shop gingen. Ich werde aber nachfärben, falls du jetzt nachschauen möchtest im Woloholiker Online-Shop, den ich dir verlinken werde. Und nicht extra in dem Shop-Update ankündige. Das ist also meine Socke. Mein Stil, ich nenne das jetzt mal meinen Stil, dieses Pooling. Ohne Löcher zu stricken. Da habe ich ein bisschen dran rumgetüftelt. Und wenn du jetzt denkst, dass das eine Sockenanleitung ist, wo jede Reihe genau erklärt wird, dann muss ich dir jetzt schon sagen, das geht nicht, weil du strickst wahrscheinlich anders als ich, lockerer oder fester. Jeder Strang aus einer Handfärberei ist ja ein Unikat. Das bedeutet, dass bei jedem Strang wenn der Regenbogen kommt, vielleicht ein halber Zentimeter später kommt oder früher kommt oder ein Zentimeter. Darum ist das eher ein Sockenrezept. So, lass uns starten. Ich erzähle dir mal dabei meine Grundidee und wie ich das gemeint habe. So aus dem Bild. Ich habe ja mit einer Basic Crazy das Bündchen, Ferse und ich plane die Spitze daraus zu stricken. Also habe ich das Bündchen schon mal gestrickt. Jetzt muss ich die Socke noch mal holen. Mag ja nicht so Socken, die dann so am Fußschaft hin und her labern oder viel zu weit sind. Ich stricke manchmal immer sehr gerne so ein zwei rechts, zwei links Muster über eine Nadel. Das ist die Nadel 4 und das ist die Nadel 1. Wenn du das auch machen möchtest, dann musst du das seitenverkehrt machen. Oder auch nicht. Das bleibt dir selbst überlassen. So, und wo, jetzt habe ich alles hingerichtet und wo ist Moment? Wo ist meine fünfte Stricknadel? Eine Sekunde. So, ich habe sie gefunden. In dem zwei rechts, zwei links Teil, das bleibt dir selber überlassen, stricke ich persönlich keine Sternschnuppe im Regenbogen. Du kannst natürlich eine Sternschnuppe stricken, ganz wie du magst. Ich persönlich mache das nicht. Ich habe das Bündchen gestrickt und habe bislang nach dem Bündchen nur glatt rechts gestrickt. An meiner zweiten Socke, an der ersten Socke habe ich hier, das ist mein Schatten und das ist Kraus-Rechts-Rippen, es sind für mich im Kopf, ist ja was Kreatives, immer der Schweif von einer Sternschnuppe.
habe ich an der zweiten Socke jetzt nicht gestrickt, sondern die ersten nach dem Bündchen, die ersten zwei, drei Reihen bis auf hier. Immer wenn zwei Reihen oder meistens, wenn zwei Reihen Regenbogen kam, habe ich dann kausrechts gestrickt. Da stricke ich jetzt den Schatten quasi drüber, glatt rechts. Schatten nenne ich das deshalb, weil das ist ja ein bisschen tiefer als die Kraus-Rechts-Rippe. Und jetzt, du kannst das hier schon sehen, kommt der nächste Regenbogen. Also werde ich, sobald der Regenbogen kommt, dieses Pooling stricken ohne Löcher. Ich stricke jetzt noch eine Masche rechts und dann tauche ich in die Tiefe ab. Diesmal schon in das Bündchen. Und da kann man jetzt kein genaues Erfolgsrezept. Oh, habe ich eine Masche verloren. Kein genaues Rezept oder Stricken oder wie weit. Ich steche einfach 4 bis 5 Reihen tiefer. Zeig dir das aber nochmal. Zieh die Fäden immer an. Dass sich so ein Regenbogenstern bildet. Falls du dich jetzt wunderst, ich habe, das ist ein altes Nadelspiel von mir aus Bambus und ich glaube, die Nadel ist vorne zu meiner Schande schon so ein bisschen gesplisst. Jetzt noch mal einmal tiefer stechen. Muss ich nächstes Mal drauf achten. Wie, in welcher Reihenfolge ich die Nadel da verwende. So, jetzt gehe ich in alle meine Fäden der tiefer gestochenen Maschen, diesem Pooling, ne, die erste habe ich schon gestrickt. Und stricke alle diese tiefer gestochenen Maschen zusammen rechts ab. So, jetzt hast, das wird dir wahrscheinlich auch passieren, eher weniger kompliziert, wenn du keine gesplisste Nadel hast. Jetzt hast du natürlich eine Masche mehr auf den Nadeln, weil du ja zusätzlich diese zusammen. Mann, vielleicht tausche ich aus während dem Strickvideo, weil du ja diese tiefer gestochenen Maschen gestrickt hast und zusätzlich eine Masche zu viel. Ich habe 15 Maschen auf der Nadel und das solltest du regelmäßig kontrollieren. Und damit kein Loch in dieser Richtung, Richtung links, entsteht, stricke ich dann die eben zusammengefasste Masche ab mit der nächsten Masche. Bisschen fest anziehen und dann weiter rechts. Jetzt kommt die komplette Runde. Alles rechte Maschen. Meine individuelle Note kommt dann gleich. Zwei rechts, zwei links. Ich drücke eben mal auf Pause. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich zu dieser Regenbogensternschnuppe komme. So, ich habe die Runde rundherum gestrickt, alles rechte Maschen, bis auf meine individuelle Note
mit den Kraus-Rechts-Rippen, die ich weiter bis zur Ferse weiter stricken werde. Jetzt kommen wir zu diesem eben gestrickten Regenbogen. Und damit jetzt in die Rechtsrichtung kein Loch entsteht, stricke ich diese beiden Maschen rechts zusammen. Da wir jetzt eine Masche weniger haben, ich habe 15 Maschen pro Nadel, weil ich in Größe 38, 39 stricke mit Vierfachsockengarn, habe ich jetzt ja nur noch 14. Deshalb nehme ich jetzt eine Masche zu, und zwar nehme ich die Masche auf, die da so um den Maschenhals liegt, und strickt die rechts rauf. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 14. Ach, guck, das ist wieder eine weniger. Und dann nehme ich die vom Querfaden und strick die einfach verschränkt rechts ab. 15. Das solltest du zwischendurch immer wieder kontrollieren, damit dir nicht irgendwann mal eine Masche fehlt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Jetzt stricke ich mehrere, 2 bis 3 Reihen glatt rechts, bis ich an eine Stelle komme, an der ich mir so eine Regenbogensternschnuppe gut vorstellen kann. Oder bei der ich ein bisschen kraus rechts stricke, damit ich einen Sternschnuppenbogen mit einem Schatten bilden kann. Klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen theoretisch, aber wir nähern uns. Neuer Regenbogen kommt. Einer nächsten Stelle, bei der ich dir wieder dieses Pooling zeigen kann. Ohne Loch. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Zwei Maschen noch. Drei Maschen noch. Na, es ist ein bisschen so eine kleine Suchbewegung, wirst du da immer noch machen. Kommt ja immer noch weiß, und dann erst beginnt das Rot vom Regenbogen oder das Rosa. Eins, zwei, drei. Jetzt wären wir soweit. Also, stech tiefer, zieh den Faden an, stech nochmal tiefer, zieh den Faden an, wie so ein kleiner Fächer. So lange, bis der Regenbogen, der da reingefärbt ist, oder die andere Farbe des Grundstrangs quasi verstrickt ist. Vielleicht nimmst du ja ein Grau, wo nur hellblau reingestrickt ist. Dann hast du hier diese vielen zusätzlich gestrickten Maschen, die du tiefer gestochen hast. Fädelst die auf die andere Nadel und strickst diese zusammen ab. Das ist jetzt die 16. Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich habe ja 15 Maschen auf der Nadel. Darum nimmst du diese Masche, hängst die auf die andere Nadel und strickst die mit der regulären, normalen Masche zusammen ab.
Kein Loch mehr in dieser Richtung. Hier schon. Darum alle Maschen rechts bis zum runden Ende, bis wir wieder hier angelangt sind. Ich drücke auf Pause und zeige dir das dann nochmal. So, jetzt komme ich zu unserem Pooling, dem Regenbogensternchen der Vorrunde. Drei Maschen rechts, dann ist die große Lücke. Unsere zusammengestrickten Maschen für diesen Regenbogen und die restlichen Maschen der Nadel, damit ich 15 auf der Nadel habe. Wie vermeide ich jetzt, dass ich hier so ein großes Loch habe? Hat mir nicht gefallen bei dieser Originalanleitung. So, jetzt stricke ich die Masche davor und die zusammengestrickten Maschen, die stricke ich zusammen rechts ab. Denk dran, jetzt hast du ja nur noch 14 auf der Nadel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Darum nehme ich die Masche, mit der ich diesen Regenbogen zusammengestrickt habe, hier auf die Nadel und mache daraus meine 15. Wenn du jetzt sagst, oh, die treffe ich nicht, ja, dann strick einfach hier raus die 15. Masche. Du musst auf alle Fälle eine Masche zunehmen, dass du auf 15 Maschen kommst, wieder pro Nadel. Weil irgendwann hast du viel zu wenig, beim Sockenstricken viel zu wenig Maschen auf den Nadeln. So, und jetzt die ganze Kiste wieder rechte Maschen. Strick jetzt mal ein bisschen nach oben und dann erkläre ich dir die Regenbögen und die Schatten. Musste gar nicht so weit stricken. Jetzt komme ich hier auf einen gestrickten Regenbogen der Vorreihe und einen neuen Regenbogen, der in das Garn reingefärbt ist. Und hier kommt die Sternschnuppe. Der Stern, und den machen wir jetzt zur Sternschnuppe. Das heißt, ich mache jetzt gefärbte Reihe in der Vorrunde, gefärbter Faden, ein bisschen bis zum Pooling, bis zur Sternschnuppe, ein paar Maschen kraus rechts. Und jetzt stricke ich einfach glatt rechts weiter. Das ist dann der Schatten. So, jetzt stricke ich einfach ein bisschen weiter, damit du ein bisschen mehr sehen kannst von dem Wachstum. So, jetzt habe ich hier ein bisschen hochgestrickt und erkläre mal, was ich so gemacht habe. Hier hätte ich natürlich schon längst so einen kleinen Stern mit einer Sternschnuppe haben wollen, aber kam kein gefärbter Regenbogen. Deshalb spiele ich Stern mit dem Schweif und den Schatten. Deshalb spiele ich ab und zu, auch wenn da kein Stern kommt, mit so ein bisschen kraus rechts, wenn dann Farbe auf Farbe trifft in einer Reihe. Klar, hier hätte ich beispielsweise auch noch mal links stricken können, aber dann zieht sich ja die Socke so zusammen. Darum habe ich das belassen. Hier ist der Schweif mit dem Schatten. Ne? Stern mit dem Schweif und dem Schatten und noch mal in die andere Richtung. So kannst du jetzt ein bisschen rumspielen und dann hast du auch bald deine Wolleholiker Regenbogen Sterne. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir das Video gefällt, dann mach einen Daumen hoch. Wenn du keine Anleitung mehr verpassen möchtest, lass ein Abo da, aktivier die Glocke. Wir freuen uns darüber.
Bis demnächst, deine Gabriele von Wollholika.